Euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind im zweiten Solo-Battle-Match der Woche. Tja, und wir treten an im AT&T Stadium, also als Heimteam, in den blauen Jerseys gegen die Dallas Cowboys in den weißen Jerseys. Da müssen wir uns schwer konzentrieren, den Ball hier ja zum richtigen Team zu werfen. Erster Versuch und 10, da kommt unser Quarterback, da kommt Randall Cunningham auf das Feld. Erster Versuch und 10 an der eigenen 28-Yard-Linie. Und wir starten mit einem Slant. Cooper und Carmichael von links. Johnson von der rechten Seite. Und der Ball geht gleich über die Mitte. Carmichael mit dem Catch. Ball an der 32-Yard-Linie. 5 Yards Raumgewinn für die Cowboys. So, jetzt sehen wir mal einen Double Slant. Wieder Carmichael und Johnson von links, Cooper von der rechten. Wieder können wir nur über die Mitte gehen. Die Verteidiger, die Linebacker halten da konsequent die Zone. Erster und 10 an der 40-Yard-Linie. Ein Cowboy Slot Slant. Oh, und da achten wir mal auf Cooper und auf Johnson. Die werden beide gepresst. Schauen wir mal, was die Safeties machen. Und Johnson hat ein 1 gegen 1. Und das ist gefährlich. Wie gerade die anderen Cowboys gemerkt haben. Erster und 10 an der 15-Yard-Linie. Der Ball ist in der Red Zone. So, wir schicken Carmichael von links auf eines Land. Gonzalez ist unsere Absicherung. Und der Ball geht zu Carmichael. Und wir haben den ersten Touchdown der Partie. Die Dallas Cowboys gehen in Führung mit 6:0. Oh, der PET. Oh Gott. Oh, war der schlecht. Wie ich das hasse. Es steht 6:0. Mann. Wir sollten uns vielleicht echt mal überlegen, wieder mehr auf die Two-Point-Conversion zu setzen. Der Kick an die 5-Yard-Linie. Jetzt der Return der anderen Cowboys. Der ist gestoppt an der 23-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch um 10. Ist das Cam Newton, den wir da als Quarterback sehen? Erster und 10 an der eigenen 23-Yard-Linie. Ja, die Nummer 1, breite Schultern. Also und ziemlich groß. Kein Kyler Murray, kein Tua, sondern ein Cam Newton. Laufversuch von Foster, der bringt den Ball ein Yard nach vorne. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 9 von der 25-Yard-Linie. Und Cam Newton, da habe ich gedacht, er würde laufen, wird dann aber gesackt von DeMarcus Lawrence. Da konnte er sich nicht wirklich entscheiden. Und damit haben wir die Cowboys bei einem dritten Versuch und 9. Das ist immer so kurios, gegen sein eigenes Team hier anzutreten. Und ein Wahnsinnspass! What a play von Cam Newton. Brandon Cooks, der Neuzugang von den Texans, ehemaliger Ram, mit dem Catch und dem First Down an der 36-Yard-Linie. Ich glaube, da haben wir gedacht, das hätten wir hier unter Kontrolle und dann kommt so ein Ding. Lauf durch die Mitte an die 35-Yard-Linie. So, und wir blitzen mal beim zweiten und 9. Das ist ein vollständiger Pass und der Tight End kann sich da durchsetzen. Schlechtes Tackling der Cowboys. Erster und 10 an der 22-Yard-Linie. Ein richtig starker Drive, der jetzt aber erstmal unterbrochen ist, denn das erste Quarter ist schon vorbei. Erster und 10 an der 22-Yard-Linie. Jetzt müssen wir hier wirklich komplett gegen den Touchdown verteidigen. Lauf über die Außen. Auch wieder ein Miss-Tackle. Der Ball jetzt in der Red Zone. Zweiter Versuch und 19. Zweiter Versuch und 7 an der 19. So. Boah, ein Mörder-Hit von
Oh, na, das war nicht Mills. Das war, glaube ich, Smith, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir haben einen dritten Versuch und 9. Haben jetzt die Chance, zumindest keinen Touchdown zu kassieren. Den Drive zu beenden und die Field Goal Unit auf dem Feld zu sehen. Und dann hauen die so einen Pass raus. Perfekt geworfen auf die Innenseite. Den konnte nur Sanders bekommen. Emmanuel Sanders mit dem Catch. Das ist ein First and Goal an der 2-Yard-Linie. Und unvorstellbar gut gespielt. Wir wechseln mal in eine Zonenverteidigung. Beim First and Goal. Newton. Oh Gott, Leute. Das war katastrophal. Katastrophale Defense der Cowboys. Mann. Also Cam Newton wurde nicht mehr attackiert. Die Marcus Lawrence verpasst ihn. Und die Cowboys führen. 7-6 der Spielstand. Newton 4 von 4 für 70 Yards. Also da sahen wir echt nicht gut aus. An der 3-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Der Return früh gestoppt an der 25. Erster Versuch und 10 für Dallas. Wir haben noch 1,52 zu spielen im zweiten Quarter. Cooper von der rechten Seite. Wieder bleibt nur der Weg über die Mitte, aber da bekommt Carmichael gute Blocks von seinen Wide Receiver-Kollegen. Das ist ein First Down an der 46-Yard-Linie der Cowboys. No Huddle Offense. So, da bringen wir jetzt mal Ruhe rein mit einem Run. Sanders mit dem ersten Laufversuch. Bringt den Ball an die 41-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 5. Four Verticals. Gonzalez attackiert die Mitte. Blick geht zu Carmichael im Slot. Da geht aber leider Gottes der Safety mit, aber in der Mitte haben wir hier einen ziemlich freien Sanders, der den Ball an die 30-Yard-Linie bringt. Cowboys mit einer No-Huddle-Offense stellen sich gleich wieder auf und suchen Carmichael. Und der ist incomplete. Zweiter Versuch und 10. Johnson, Carmichael von links, Cooper von der rechten. Und jetzt erwischen wir die Cowboys endlich mal auf dem falschen Fuß. Carmichael mit dem Touchdown. Die Heim-Cowboys sind wieder in Front. 12-7. So, und jetzt gehen wir wirklich auf eine Two-Point-Conversion. Damit wir hier 7 Punkte zwischen uns und die Cowboys bringen können. Johnson von links auf einer Slant. Gonzalez, der Tight End, ist die Absicherung. Der bekommt den Ball und damit haben wir das Ergebnis vor der Halbzeit noch glatt gezogen. Wir müssen jetzt aber auch noch 31 Sekunden überstehen. Der Ball an die 9-Yard-Linie. Jetzt der Return. Mörder-Hit. An der 25 gestoppt. Erster Versuch und 10. Wir wechseln mal in eine Zonenverteidigung. Oh, kurzer Pass nur. 2010 und da lassen sie, glaube ich, jetzt die Uhr schon runterlaufen. Da sehen wir vielleicht noch ein Play. Newton wirft nochmal einen vollständigen Pass. Das war's. 6 von 6 für 77 Yards. Aber sie liegen in Rückstand. So, wir eröffnen mit dem Kickoff die zweite Hälfte der Partie. Das heißt, die Chance für die weißen Cowboys mit Cam Newton hier auch in Führung zu gehen. Der Ball geht durch die Endzone. Heißt, wir haben einen Touchback. Erster und 10. An der 25-Yard-Linie. Und wir verteidigen in der Zone in einer Cover 4. Erster und 10. Vollständiger Pass auf den Tight End.
Neuer erster Versuch und 10. Cam Newton kauft sich da immer wieder sehr gut Zeit, geht aus der Pocket raus. Und das macht es natürlich für uns schwer. Lauf, den kontrollieren wir. Fabelhaft, Foster, 5 Läufe für 4 Yards. Da geht nichts. Wir müssen nur irgendwann mal hinbekommen, auch das Passspiel der Cowboys zu stoppen. Vielleicht jetzt, wir versuchen mit einem Blitz zu arbeiten. Und ein ganz mieser Tackle-Versuch. Die Cowboys sind schon wieder an der 32-Yard-Linie. Wir haben hier ein echtes Defense-Problem. Austin Hooper, der Tight End mit dem Catch. Erster Versuch und 10 an der 32-Yard-Linie. Wir verteidigen wieder in der Cover 4. Und wunderbar ins Ausgedrängt. 4 Yards Raumverlust. Das war ein richtig wichtiges Play für die Cowboys Defense. Zweiter Versuch und 14. Der Ball an der 36. Dritter und 6. Wir gehen in eine Cover 6 rein. Die Chance, den Drive jetzt hier wieder einmal zu beenden und vielleicht nur einen Field Goal Try zuzulassen. Und da ist ein Sack. Und jetzt wird es auch mit dem Field Goal Try schwer. Denn der Ball ist an der 34-Yard-Linie. Alden Smith mit einem ganz wichtigen Sack. Das ist ein 51-Yard-Field Goal. Der Kick ist unterwegs und der ist nicht gut. Heißt, wir bleiben mit 7 Punkten vorne und können da jetzt natürlich schon ein bisschen ruhiger mitarbeiten. Cowboy Slot Slant. Gonzalez und Carmichael attackieren von der rechten Seite aus. Der Ball raus zu Carmichael, das ist ein neues First Down für die Cowboys. Jetzt bereits an der 31 der Gäste Cowboys. Drag Verticals, da achten wir auf Gonzalez, der attackiert. Cooper ist unsere Absicherung. Ja, Gonzalez wunderbar frei. First Down an der 10-Yard-Linie. Neuer Erster und 10. Carmichael und Johnson von links auf einer Slant, Cooper von der rechten Seite. Und Carmichael über die Mitte, da. Da sind die Cowboys immer empfindlich. Das ist nie ein großer Raumgewinn. Aber so, der PET. Ich schicke. So, das war's. Leute, ab jetzt nur noch Two-Point-Conversion. Das ist nicht zu glauben. Der zweite PET versemmelt. Was ist denn da los? Freunde. Hier im Gegensatz dazu perfekter Kickoff von Sirlein. Also perfekt rein, was das Treffen der Richtung angeht. Der Ball wieder über die Endzone. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. 13 Punkte Rückstand. 2 Touchdowns und wir sind wieder im Rückstand. Also Lauf durch die Mitte. Das war das letzte Play im dritten Quarter. Adrian Foster war das nochmal. Und jetzt geht's ins Schlussviertel. Und die weißen Cowboys müssen hier scoren. Zweiter Versuch und 5. Ball über die Außen. Receiver geht ins Aus. Hält damit die Uhr an. Aber es war noch kein First Down. Wir haben einen dritten Versuch und Zentimeter. Und das ist ein Incomplete Pass. Und jetzt wird spannend. Den müssen sie eigentlich ausspielen. Und genau das tun sie auch. Und wir werden mit Sicherheit nicht mit einer Goal-Line-Stat-Defense da arbeiten. Bleiben in einer Cover 4. Verteidigen gegen den Lauf durch die Mitte. Der kommt auch und kann aber von den Cowboys trotzdem nicht gestoppt werden. Ah! Erster Versuch und 10 an der 38-Yard-Linie.
Es muss schnell gehen bei Dallas. Die brauchen einen Touchdown, möglichst sogar noch vor dem Two-Minute-Warning. Newton auf der Flucht, findet aber einen Receiver auf der Außen. Oh, das ist ein Open-Field-Tackle. Das können sie gar nicht gebrauchen. So, wir haben einen zweiten Versuch und zwei. Ball 4 Yards von der Mittellinie entfernt. Newton unter Druck, muss schnell werfen. Ball an der 45-Yard-Linie. Das ist ein dritter und 3. Und jetzt sind wir auch schon beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. Die Cowboys liegen mit 13 Punkten zurück. Haben noch 3 Auszeiten, gar keine Frage. Aber sie müssen halt auch 2-mal scoren. Wieder ein guter Pass von Cam Newton. Der ist 14 von 15. Alter, das ist schon richtig gut, was der hier zeigt. Unglaublicher Pass. Aber auch ein unglaublicher Catch von Cooks. Erster und 10 an der 20-Yard-Linie. Das zweite Spiel in der Solo-Battle-Woche. Und unsere Defense hat jetzt schon große Probleme. Da muss er den Ball wegwerfen. Das war erst die zweite Incompletion. Zweiter Versuch und 10. Ball immer noch an der 20-Yard-Linie. 1:31 noch zu spielen. Und er ist gepickt. Sanders nimmt den Ball auf in der eigenen Endzone. Retourniert an die 23. Turnover. Das war die Entscheidung. Erster und 10. So, wir setzen jetzt natürlich auf den Lauf. Dallas hat noch 3 Auszeiten. Die werden sie jetzt in die Waagschale werfen. Und wir werden versuchen zu laufen. Timeout. Das erste Timeout wird auch direkt genommen. Erster und 10, Lauf durch die Mitte. Sanders bringt den Ball an die 38. Das ist ein Timeout. So, 2 und 6. Die Box ist zu. Beginnt per Audible in ein paar Spielzug. Und schicken Gonzales über die Mitte. Cunningham läuft selbst. First down, inbounds getackelt. Und wir haben einen First down an der Mittellinie. Und ab jetzt können die Cowboys die Uhr nicht mehr kontrollieren. So, da gehen wir auf einen Passversuch, denn da kommt ein Blitz von der linken Seite. Wir achten auf Carmichael, ob der sich lösen kann. Blinder Pass, wirklich, von Cunningham und Carmichael an die 12. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Wir können jetzt den Sack hier natürlich zumachen. Und ehrlich gesagt, das will ich jetzt auch. Und dann passiert so ein Ding. Den Ball weit überworfen. Eigentlich ein leichtes Play. Pick. Ballbesitz für die Cowboys. Also wir tun hier wirklich alles, um noch eine Restspannung hier aufrechtzuerhalten. Aber der Ball ist an der 7-Yard-Linie. Wir haben nur noch 28 Sekunden. Dallas ohne Timeouts. Also das Ding ist auch so durch. Sack von DeMarcus Lawrence. Noch einmal eine Completion und das müsste es gewesen sein. Jawohl, das Spiel ist aus. 20:7 schlagen meine Dallas Cowboys die anderen Dallas Cowboys. Damit sind wir 2-0 in der Solo-Battle-Woche. Aber wir haben hier schon echte Probleme gehabt. Hoffen wir mal, dass das nicht noch schlimmer wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.